Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Auch alle, die noch dazugekommen sind, herzlich willkommen hier in Heidelberg. Und lass uns als Armee aufstehen. Wir stehen vor einem mächtigen Gott. Allmächtige.
bist der Herr und du hast die Macht. Du bist der Herr. Erleuchtest das Dunkel, besiegt es die Nacht. Du bist der Herr. Wer ist denn gleich? Wer beherrscht Raum und Zeit? Du bist der Herr. Und du kommst mit Macht, denn du hörst unser Schreien. Allah, Herr der ganzen Welt, eine
Das Schöne ist nochmal, gib alles, was du hast, Hände, Füße. Jesus Christus ist allein, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist allein, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist allein, Herr der ganzen Welt. Klatsch in die Hände und jauchz, König ist unser Gott. Klatsch in die Hände und jauchz, König ist unser Gott.
ist mein Erlöser. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Erlöser. Jesus. Jesus. Du bist mein Ganz kurz das Info, morgen früh, denkt dran, 8.30 Uhr, Frühgebet. Und dann haben wir morgen früh, morgen Mittag, Gastsprecherin. Überraschung. Ich sage nicht, wer es ist. Und wer es nicht weiß, ist selber schuld. Okay. Ich werde heute Abend nicht mit einem Bibelvers anfangen, ist okay? Oh. Ich fange mit einer Geschichte an. Es war einmal. So fängt man eine Geschichte an, gell? Es war einmal. Vor langer Zeit gab es in Amerika einen Multimillionär, sehr reicher Mann. Und hat eine riesige Anwesen gehabt und eine riesige Villa. Und der Mann hat ein Hobby gehabt, oder fast ein Lebenssinn. Er hat die teuersten Gemälde von der ganzen Welt kollektioniert. Ob es Picasso und Rembrandt, er hat alle, hat mehr als 100 teure Gemälde gehabt in seinem Haus, wie eine Galerie war.
Und jeden Morgen, als er aufgestanden ist, ist er immer durch die Galerie gegangen und hat sie angeschaut, die Bilder, und gesagt, wow, wow. Und er hat Freude dran gehabt. Und der Mann war glücklich, hat einen Sohn gehabt. Und als der Sohn 20 Jahre alt wurde, ich glaube, ein paar Tage nach dem Geburtstag, bekommt der Sohn einen Brief vom Militär und er wird eingezogen. Und es war gerade Vietnamkrieg. Dann ist er in den Krieg gegangen und das, was sie befürchtet haben, ist geschehen. Nach 2-3 Monaten stehen 2 Offiziere vor der Tür, vor diesem Mann, und sagen ihm, wir haben eine schlechte Nachricht, ihr Sohn ist gefallen fürs Land und ist gestorben. Das war ein Schock für den Vater. Und dann passierte etwas, er hatte keine Freude mehr an die Bilder. Er ist nicht mehr mit durchgegangen, gucken, hat keine Freude am Leben gehabt, er war traurig. Ein paar Monate später klingelt seine Tür und da steht der junge Mann draußen, so 20 Jahre. Und er sagt, wissen Sie, ich bin gerade für Durchreise und wenn Sie es nicht stört, ich hätte Sie gern besucht, weil während Krieg, während dieser Zeit, ich war der beste Freund von Ihrem Sohn und wir haben die letzten Momente, die letzten Tage auch zusammen verbracht und ich war dabei, wie der umgekommen ist. Und der Vater sagt, natürlich kommen Sie rein, junger Mann, ich gebe Ihnen Kaffee und erzähle es Ihnen, haben Sie Ihnen erzählt, wie es war und wie Sie Freundschaft auch gehabt haben mit dem Sohn. Und damit die Zeit rum war, ist der Junge aufgestanden und gesagt, ich will jetzt gehen. Und der Mann hat ihn begleitet bis an, fast ans Auto. Und da sagt der junge Mann, ich habe noch etwas, aber ich habe gerade gesehen, Sie sind ein Spezialist, Sie kennen die ganzen Gemälde. Und ich bin ein ganz, ganz Anfänger, ich bin gar kein großer Maler, aber ich habe Ihren Sohn noch gemalt, vor der nach 3 Tagen war er gestorben, ich habe ein Bild gemalt mit Ihrem Sohn drauf, das Gewehr und Uniform drin. Und habe ich gedacht, vielleicht bringe ich es Ihnen, aber ich bin so ein schlechter Maler, ich bin so ein Anfänger. Und der Vater sagt, nein, das macht nichts, geben Sie mir dieses Bild. Und er gibt ihm so ein großes Bild, da ist sein Sohn drauf, Uniform, im Gewehr. Und unter gerade ein Titel des Sohnes. Und der Vater nimmt dieses Bild mit, bedankt sich, geht in sein Haus wieder und geht da, wo das Kamin war, der beste Platz war von der ganzen Galerie und hat das teuerste Bild runtergemacht und hat den Sohn hingehängt. Ein paar Jahre später ist der Mann gestorben und er hat keine Nachfolger gehabt. Und dann ist alles versteigert worden. Über 100 Gemälde. Und das war in New York, hat eine bekannte Firma das versteigert. Und dann kamen vom ganzen Land Käufer. 200 Leute waren im Raum drin an der Versteigerung. Und dann fiel der Kommissar an, will das versteigern. Und die 200 Bilder sind da an der Wand. Und dann nimmt das erste Bild und da steht drauf, der Sohn. Und dann zeigt das die Leute und die Leute sagen, was ist denn das? Das ist doch keine Kunst, das ist doch ganz schlecht gemalt. Und wie kann man so etwas vorstellen? Was sind gekommen, um Geld zu investieren, nicht um so Dinge zu sehen? Und der Kommissar sagt, okay, für 100 Euro können Sie es haben. Und dann haben sie gelacht, wir geben keine 100 Euro für das Ding aus. Und dann im Raum steht der Mann auf, ein kleinerer Mann, und geht hin und sagt, ich gebe 10 Euro dafür. Und der Kommissar sagt, ich bin froh, dass es los ist. Ja, ja, okay, gib es mir 10 Euro. Ich gebe ihm das Bild mit und hinter das Zertifikat. Und dann plötzlich guckt, lest er das Zertifikat und sagt, der Verkauf ist gestoppt. Könnt alle nach Hause gehen. Und die Leute waren sauer im Raum drin. Das kannst du doch nicht machen. Wir sind 6 Stunden Auto gefahren. Und er sagt, ich bin verpflichtet. Das steht auf dem Zettel hinter drauf vom Besitzer. Der, wie das Sohn kauft, bekommt alle andere. Ich sag's nochmal, der, wie der Sohn kauft, bekommt alles. Der, wie der Sohn kauft, bekommt alles. Brauchst nicht einmal 10 Euro ausgeben. Der, wie der Sohn kauft, wir haben den Sohn kostenlos. Stimmt das? Wenn du den Sohn hast, dann hast du alles, du hast Leben, du hast Hoffnung, du hast ewiges Leben, du hast Vergebung, du hast Friede, du hast alles. Du bist mehr als Millionär. Und hör mal zu, juristisch stimmt das. Der, wie der Sohn hat, hat alles. So heißt er, weißt du, dass alles Gott gehört? Alles. Und wenn du
Jesus Christus angenommen hast und dein Herr und Heiland, dann kannst du sagen, juristisch, alles gehört mir. Ich fange jetzt an, Beispiele zu geben. Kannst du ein bisschen gerade runter machen noch? So heißen, du kannst jetzt durch die Stadt laufen. Wie gesagt, alles gehört mir. Juristisch gehört alles dir. Du kannst da vorne beim Mercedes vorbeifahren. Ja, alles gehört dir. Der will ich da, der Coupé auch. Und der da mit dem Dach, wie aufmachen kannst für den Sommer. Ja, juristisch alles hier. Und dann gehst du vielleicht vom Auto weg und bestellt mir schnell eine Villa, aber mit Schwimmbad. Alles gehört dir. Alles gehört Gott. Was machst du noch dann? Gehst ins Kleidergeschäft und lässt du die schönste Smoking machen. Kostet, was es kostet, die teuerste Kleider. Bestellst, gehört alles. Alles gehört dir. Durch ihn, du hast ja den Sohn. Du gehst vielleicht noch in den Mediamarkt. Ich mache gerade Werbung. Vielleicht bekomme ich mein Handy geschenkt, weiß er nicht. Könnt die Predigt morgen im Direktor bringen. Gehst in den Mediamarkt und das teuerste Handy, ein Tablet. Und dann siehst du einen großen Fernseher. Boah, ganz großer, mit dem besten Lautsprecher dabei. 8000 Euro, ist kein Problem. Gehört mir, hole ich auch. Juristisch stimmt das alles. Wenn du diesen Glauben hast, dass Gott alles gehört und wer Jesus hat, hat alles, kannst du, möchte ich sagen, juristisch, theoretisch alles bekommen. Und Jesus wird dir alles geben. Und sagt Jesus, das werden sie nämlich gleich heute Abend mit da. Und Jesus sagt, ich würde das gern geben, aber ich weiß, dass du süchtig bist. Und Jesus sagt, ich möchte dir alles geben, alles, was gut für dich ist und was da ist für Reich Gottes bauen. Das kommt auf eine andere Ebene schon heute Abend. Gott möchte dir alles geben, was gut ist für dich, was du brauchst. Er möchte dir alles geben, um Reich Gottes zu bauen. Und diese Frage ist, willst du Reich Gottes bauen? Oder möchtest du gesegnet sein? Ich möchte nur gesegnet sein, in den Himmel kommen. Ich möchte geliebt sein. Ich möchte Seelsorge bekommen. Ich möchte das Lieblingsmitglied von meinem Pastor sein. Bis der Herr wieder kommt. Ich möchte sogar gesund sterben. Ist okay. Aber ist das Reich Gottes bauen? Ist tief in dir drin, Herr, ich möchte Reich Gottes bauen. Ich möchte dein Reich bauen. Es geht nicht um mich, ich möchte Reich Gottes bauen. Und Herr, ich möchte von dir nur haben, was gut ist für mich. Das sagt Paulus, er kann alles haben, aber es ist nicht alles gut. Und das macht schon das schneidet schon sehr viel ab. Ich habe vor kurzer Zeit gelesen, das ist nicht einmal, sondern viermal, es war irgendwo ein Unfall und ein Fußballprofi, ein Junge, ich glaube war 20 Jahre alt, ein Afrikaner, ist gestorben im Autounfall, zu schnell gefahren, hat ein Auto gehabt von 600 PS und 3 Wochen der Führerschein. Und dann hat der Journalist gefragt, was hat er denn für Auto gehabt? Das hat er, sagt der wie das Unfall bekommen, ich weiß nicht, er hat 7 Stück. Und das Günstige war 100.000 Euro. Wahrscheinlich hat er nie alle fahren können. Aber wahrscheinlich ist es ein Geschenk gewesen, wie nicht gut war für ihn. Gott möchte dir etwas nicht geben, was nicht gut ist für dich. Und da gibt es Christen, die bringen Gott unter Druck. Die haben gelernt durch Glauben, durch Proklamieren, das will ich und das will ich. Kann ich auch ein Beispiel geben? Diese Frau, die will ich. Es sieht so gut aus.
die sieht aus wie die Schauspielerin so und so, die will ich haben. Gott, ich faste, ich proklamiere, die Frau will ich. Es gibt einen Moment, wo Gott sagt, wenn du es unbedingt willst, dann gebe ich sie dir. Ich habe kürzlich mit einer Frau gesprochen und die hat dann Fußballprofis geheiratet. Natürlich sehr bekannt, erste Bundesliga gespielt, sehr viel Geld und natürlich sehr viele Freunde. Und das sagt sie, weißt du, ich war ein halbes Jahr verheiratet, ich bin dann Christ geworden und dann habe ich gemerkt, wie hohl dieser Typ ist. Ich sage, hast du das vorher nicht gemerkt? Sag ich, nein, ich habe mich täuschen lassen. Weißt du, wenn ich bei ihm, ist egal wo, in ein Restaurant, Disco gegangen bin, alle haben begrüßt, hallo und hallo. Und es hat mir gut getan. Er sagte, 5 Jahre war meine Ehe Hölle. Ich habe ihn aber unbedingt gewollt. Und so beten wir manchmal so Sachen, wie wir unbedingt wollen. Und Herr, juristisch gehört es mir. Dir gehört alles, du kannst mir alles geben. Aber nicht alles ist gut für dich. Und da gibt es nur etwas. Es gibt Sachen, wie Gott dich geben möchte, aber nicht jetzt. Warum? Weil du nicht bereit bist. Habt ihr auch schon gebetet, ich möchte eine riesige Salbung wie Benny Hinn haben. Oder wie der haben. Ich möchte zweiter Rainer Bonke werden. Weißt du, was Gott sagt, wenn ich da diese Salbung gehen würde, würde ich kaputt gehen dran. Weil dein Charakter und dein Wesen ist nicht so weit. Und etwas habe ich verstanden. Gott kann alles. Gott möchte dir alles geben, was gut ist für dich. Und was nicht gut ist für mich. Auch wenn ich wie ein kleines Kind bin, ich will es haben, ich will es nicht. Auch wenn es weh tut, sagen, Herr, ich hätte es so gern gehabt. Ich hätte so gerne ein anderes Leben. Ich hätte so, Herr, es tut mir leid. Ich möchte nur das haben, was gut ist für mich und was da ist für Reich Gottes bauen. Und das ist die wichtigste Sache. Jetzt werde ich wieder ein bisschen praktisch. Ich stehe mal vor, ich habe Jesus angenommen. Juristisch weiß ich, dass alles mir gehört, weil ich den Sohn habe. Und jetzt brauche ich ein Auto. Was mache ich jetzt? Welches Auto ist gut für mich? Ich sage das, weil ich kenne mich relativ gut aus in Auto. Habe ich gedacht. Am Anfang habe ich mir gedacht, Jesus, es gibt eine Sache, wie ich mich gut auskenne. Da muss ich noch das Geld von dir haben. Ja, und es gibt andere Sachen, da habe ich keine Ahnung, da musst du mir helfen. Und Gott hat mir etwas Besseres gelernt. Er hat mehr Ahnung wie ich in Sachen, wo ich dachte, ich habe Ahnung. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren, vor vielen Jahren schon, war mein Auto am Ende und ich musste ein anderes Auto haben. Und ich habe mir so ein Budget im Kopf gemacht. Ich wollte Diesel und so und so viel PS. Und es war klar, so und so viel PS an Diesel. Und das Geld habe ich. Und Herr, du kannst mich beraten. Und der Herr sagt, ich möchte, dass du ein größeres Auto holst mit viel mehr PS. Und ich sage, Herr, ich möchte demütig bleiben. Weißt du, was das war? Es war religiös. Manche Leute verwechseln es manchmal so. Du kriegst ein größeres Auto mit mehr PS, weil du wirst viel reisen. Ich sagte, Herr, ich reise doch nicht. Ich doch von Mühlhausen in die Taube, das sind 20 Minuten. Nein, du wirst viel reisen. Und ich merkte, wie Gott das gesprochen hat. Und wie dann auf übernatürliche Art und Weise ich dieses Auto gefunden habe, wo er mir gezeigt hat. Und ich kann das sagen, er hat Ahnung sogar von Auto. Und er wusste sogar, welches Auto für diese Zeit gut war für mich. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, was gut ist für uns, für Reich Gottes bauen. Dieses schöne Auto, wie ich draußen stehen habe, ein schöner Mercedes, ihr könnt ihn bewundern. Das andere Auto war ziemlich jetzt mal am Ende. Und dann bekomme ich ein E-Mail von der Schweiz, von einem Mann, wie ich noch nie gesehen habe. Und er sagt mir, er hat ein Auto zu verschenken, ob ich interessiert wäre. Ich lese das und dann sage ich meinem Sohn im Semi noch, dass es wahrscheinlich ein alter Golf verrostet, wie 20 Jahre alt ist, gell? Und ich schreibe dem Mann zurück und sage ihm, was für Auto ist das? Und dann schickt er mir das Bild von meinem Auto. 6 Zylinder, riesen Kofferraum,
hydropneumatische Federung. Kann man schlafen drin, weißt du, wenn jemand anders fährt, ist angenehm. Er hat auf dem Herzen gehabt, ich habe den Mann noch nie gesehen gehabt, er hat mich nur gekannt von der Predigt, er hat auf dem Herzen gehabt, Gott hat ihm das Herz gelegt, ich soll dieses Auto schenken. Gott wird dir alles geben, was du brauchst, um Reich Gottes zu bauen. Nicht für dich. Nicht für angeben, oh, guck mal, ich bin ein gesalbter Mann, ich weiß, wie man betet, ich kann alles runterholen. Nein, ich möchte nur das runterholen, was gut ist. Für mich, für mein Leben und für den Dienst. Und alles andere, was ich was selbst hole, was Gott mir gar nicht geben möchte, ich kann das sagen, das kann manchmal ein tödlicher Gift drin sein. War ein junger Mann hier in der Gemeinde und der hat sich bekehrt, war ganz toll und dann, ich glaube, ein paar Monate später ist sein Großvater in Berlin gestorben und dann hat der hat zwei Autos gehabt. Und da hat die Oma gesagt, er kann eins abholen von den zwei Autos. Und eins war ein bisschen moderner und spritziger und das andere war vielleicht ein bisschen älter, aber ein gediegenes, tolles Auto. Natürlich, weil er jung war, hat er das andere genommen. Und ich kann das sagen, ist eine Panne nach der anderen passiert. Alles. Und ich frage, hast du den Herr gefragt, welches Auto du holen sollst? Und er sagte, Piero, du hast recht, weil mein Cousin hat dann das andere bekommen und er hat nie kein Problem gehabt. Es fährt 10 Jahre später immer noch. Verstehst du? Sogar wenn man denkt, man muss manchmal seine Emotionen wegmachen, wenn man betet. Jetzt stell mal vor, ich fange wieder an. Ich habe alles, alles gehört mir, weil ich den Sohn habe. Und jetzt brauche ich ein Auto. Jetzt gehe ich zum Mercedes, zum BMW, zum Citroën, gehe zum Händler. Und was ich dann mache, dann sage ich, Jesus, ich habe keine Ahnung, ich möchte dich mitnehmen. Was ratest du mir, was ich haben soll, was gut ist für mich, für meine Situation, für den Dienst? Glaubst du, dass Jesus die Fähigkeit hat, zu sagen, nimm das. Bist du sicher, Jesus? Ich habe gedacht, nein, nimm das. Und ich kann dir sagen, du wirst ein Auto bekommen, wie der kein Problem macht, wie gut fährt und du brauchst für deinen Dienst. Wenn ich mal Haus kaufen würde, wenn Jesus sagt, Piero, es ist gut, dass wenn du mir dienst, dass du ein Haus hast, wo du dich wohlfühlst, dass du dich ausruhen kannst während zwischen den Dienst und alles. Ich wünsche mir, dass du ein schönes Haus hast. Da würde ich auch ein Haus kaufen und würde Jesus mitnehmen. Obwohl ich ein bisschen vom Bau Ahnung habe. Aber ich weiß, er hat mehr. Und ich kann dir sagen, das Haus, das wir haben, ist ganz klar so gezeigt worden von Jesus. Es war ein Wunder, dass wir es so bekommen haben. Es wird heißen, deine persönliche Anliegen oder deine Meinung, deine Emotionen, dein Fleisch dürfen nicht ins Gebet reinkommen. So dass in deinem Gebet, wenn du betest, ist es immer etwas, um Reich Gottes zu bauen, so dass Jesus verherrliche und etwas, was du brauchst, wie Gott dir geben möchte, dass er dich gebrauchen kann, dass es dir gut geht. Aber du weißt, der Feind hat die Fähigkeit, unsere Emotionen zu berühren. Gerade etwas für Männer jetzt. Ist gerade der neue BMW rausgekommen. Und wow, du fährst sofort hin, willst ihn anschauen, Sitzprobe. Hast du nicht sofort die Sehnsucht, da möchte ich haben. Wow, das wäre es. Dein Fleisch sagt, das möchte ich haben. Ich würde trotzdem Jesus fragen. War der junge Mann in der Gemeinde, der hat gelehrt in einer Firma und hat die Lehre fertig gehabt, das ist gerade 18 geworden. Und dann ist er von unserer Gemeinde weg und war gerade in so dieser Glaubensbewegung drin. Du musst proklamieren, du musst proklamieren, dann bekommst du Taubser proklamieren. Und dann tatsächlich geht er in, ich bin gerade so eingekommen, geht er in ein Autohaus und kauft sich ein neuer BMW. Gerade die Lehre aus, verstehst du? Leasing, was wie lang?
Und sagte, ich habe das gemacht im Glauben. Im Glauben habe ich das Auto gekauft. Ich kann das sagen, er konnte es nicht bezahlen. Ein Jahr später ist seine Ehe in die Brüche gegangen wegen Geldprobleme. Verstehst du? Das war aus dem Fleisch und der Glaube dazu und proklamiert. Es ist so gefährlich. Es ist so gefährlich, wenn man nicht mehr auf die Basis steht, Herr, dein Wille geschieht, nicht meinen. Ich liebe Glaube. Glaube ist nehmen, was Gott dir geben möchte. Aber Glaube ist nicht nehmen, was Gott dir nicht geben möchte. Und das ist der Unterschied. Und es gibt viele Leute, die Glauben falsch verstanden haben. Das ist nehmen, was dein Fleisch will. Ich möchte nicht was nehmen, was mein Fleisch will. Ich weiß, wie teuer es sein kann danach. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dir mehr geben möchte, als du das vorstellen kannst? Steht die Bibel drin? Epheser 3,20. Gott kann uns mehr geben, als wir uns vorstellen können. So heißt es, wir begrenzen Gott auch nach unten. Stehst du? Gott, ich möchte demütig sein. Ich bin nur ein kleiner Mann, ich bin eine kleine Frau und ich bin unwichtig und ich bin zu froh, wenn ich nur das habe. Und Gott sagt, ich kann dir mehr geben, als du dir vorstellen kannst. So heißt es, deine Vorstellung ist immer falsch. Du musst dir nichts vorstellen. Du musst im Geist sehen. Und das ist anders. Vorstellungskraft, kenne ich das, weil ich komme auch nicht vom christlichen Kreis zurück, sondern ich komme auch von New Age und ich weiß, was das ist. Vorstellung haben, Visionen produzieren und darauf leben. Und du kannst doch viele Sachen runterholen, was nicht unbedingt Gott gehört, was nicht gut ist für dich. Wenn du betest, ist es so wichtig, erinnere dich die Geschichte von diesem Sohn. Der, wie der Sohn hat, bekommt alles. Und das stimmt. Gott möchte dir alles geben. Es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze. Es ist unbegrenzt, was Gott dir geben möchte. Und wir begrenzen ihn manchmal nach unten. Aufgrund von Religiosität, aufgrund von Verletzung, aufgrund von Minderwertigkeit. Wir begrenzen ihn nach unten und wir tun manchmal im Fleisch, gehen wir da in die andere Extreme rein. Und das ist der Grund, warum wir wenig haben. Und wir sind nicht in die vollkommene Wille Gottes reingegangen. Hast du Sehnsucht nach diesem vollkommenen Wille Gottes? Der vollkommene Wille Gottes wirst du nur erreichen, weil es gibt jemanden, der das nicht will. Und das ist der Teufel. Der weiß ganz genau, Christian, okay, du hast dich bekehrt, ist okay. Geh in die Kirche, das ist auch okay. Sing im Chor, sing im Lobpreis, ist auch okay. Gib ab und zu Opfer, das ist auch okay. Aber der vollkommene Wille Gottes, dann bist du Gefahr. Stimmt das? Wenn du der vollkommene Wille Gottes rangehst, dann bist du Gefahr für ihn. Und dann wirst du sehen, wie in deinem Leben falsche Sachen geschehen werden, wie Angriffe kommen, wie du Sachen dich ehrst und flankst und der Teufel gibt sie dir und ist vielleicht gar nicht Gott. Wegen dem ist das diese Basis in deinem Leben drin. Herr, ich möchte das, ich weiß, dass ich alles bekommen kann, aber ich möchte nur das, was gut ist für mich, was gut ist für meinen Dienst. Ich möchte nur das haben, um Reich Gottes zu bauen. Und Gott wird dir mehr geben, als du vorstellen kannst. Mehr geben, wenn du diese Haltung hast. Jede andere Haltung ist gefährlich. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass lehrmäßig im Gebet, dass wir ausgewogen sind. Dass wir nicht Sachen probieren, im Gebet zu holen, was nicht von Gott sind. Sondern hol das, was Gott für dich vorgesehen hat. Was will Gott uns sagen heute Abend? Was möchte Gott heute Abend durch dieses Wort dir sagen? Du, wie da bist. Oder du, wie zu Hause bist. Du, wie vielleicht enttäuscht bist. Weil du hast so für diese Sache gebetet und du hast sie nicht bekommen. Ich erzähle euch noch ein Beispiel. Es ist vielleicht krass, aber es ist ein Beispiel, wie mich getroffen hat. Marie Prian hat sehr spät geheiratet. Und dann ist ihr Mann nach 7 Jahren gestorben.
Und ich weiß, dass sie dann viel gebetet haben, dass er nicht stirbt. Und ich kenne sogar Brüder, die dann in das Totenhaus gegangen sind, ins Leichenhaus, und haben probiert, ihn zu auferwecken. Und haben proklamiert, steh auf, bis sie dort rausgeschmissen worden sind. Aber es ist nicht aufgestanden. Und Marie-Priane sagt mir, Pierrot, wenn er geheilt geworden wäre, wäre ich nie nach Afrika gegangen. Hätte ich nie in meine Berufung gegangen. Es gibt Sachen, wie Gott dir manchmal auch wegnehmen kann, um ins Reich Gottes zu gehen. Stell dir mal vor, du bist Pastor, hast eine schöne Gemeinde, die Leute lieben dich, hast ein schönes Gebäude, alles klappt. Und dann kommt Gott zu diesem Pastor und sagt, hör zu, ich rufe dich als Prophet. Du wirst gehen, gib deine Gemeinde ab, Prophet zu werden. Aber dieser Pastor liebt so die Gemeinde. Er liebt so. Es fühlt sich so wohl da drin. Er hat ein reines Herz mit der Gemeinde. Aber Gott sagt, nee, ich habe einen anderen Weg für dich noch. Und er geht nicht. Und den nächsten Monat gibt es Spaltung in der Gemeinde und ganz viele Sachen. Und dann denkt man, es ist der Teufel. Es ist nicht der Teufel. Gott hat es zugelassen. Etwas wurde wichtiger als der Plan Gottes. Und Gott hat die Fähigkeit und er darf. Und ich finde es gut, etwas total zu stören und dich in den Plan Gottes reinzurufen, in der Vollkommene. Es ist hart, was ich erzähle. Ich kenne Christen, die nicht gehorsam waren. Gott hat einen Plan gehabt für sie. Und dann fing er an, alles zu zerstören. Ihre Karriere, ihren Job, ihre Finanzen, alles Mögliche. Und die haben geschrien und Fürbitter gerufen. Und haben gesagt, der Teufel und Dämonen und geistliche Kriegsführung zu machen. Gott hat gesagt, kannst Schlangen Kriegsführung machen. Ich habe den Krieg angezettelt. Ich bin bereit, für dich alles zu zerstören, was drumherum ist, um dich zu haben. Vielleicht bist du da heute Abend und deine Ehe wurde zerstört. Dein Mann oder deine Frau hat dich verlassen. Es sind schreckliche Sachen passiert in deinem Leben. Gott, warum? Weißt du, was Gott vielleicht sagt? Weil ich einen Plan habe für dich. Weil ich dich rausholen möchte von diesem, wo du dich wohlgefühlt hast. Weil ich habe einen Plan für dich. Und durch diesen Plan können vielleicht hunderte Menschen geheilt werden, sich bekehren, Jesus finden. Ich kenne auch einen Gott, alles gibt, alles hat für dich. Aber ich kenne auch einen Gott, wie aus Liebe viele Sachen in deinem Leben zerstören kann. Dein Job, deine Karriere, alles Mögliche. Dass du die Chance hast, zurückzukommen zu ihm. Ich erzähle das, weil ich spüre, dass es Leute da sind, die so Niederlagen erlebt haben. Du hast so gebetet für jemanden, der ist gestorben. Du hast so Glaube gehabt, dass dein Job, deine Karriere, dass deine Firma erfolgreich wird sein. Und das Gegenteil ist passiert. Du hast so gehofft, dass niemals Scheide wirst lassen. Du bist in Scheidung gegangen. Und du fragst Gott, warum? Gott, warum? Warum hast du es zugelassen? Dass ich so schwer krank wurde, dass gerade das und jenes. Weißt du, was Gott sagt? Weil ich dich lieb habe, weil ich einen Plan habe für dich. Hör auf zu fragen Gott, warum? Sag Gott, ich sag ja zu diesem Plan, in der Situation, wo ich bin. Öffne mir die Augen, weil ich will alles haben, um Reich Gottes zu bauen. Um Reich Gottes zu bauen. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass es Leute heute Abend gibt hier in der Situation. Wie das, warum? Warum ist das so geschehen? Ich habe eine Antwort für mehr ist, weil Gott dich lieb hat. Weil er etwas vorhat mit dir. Weil er dich ganz neu, ja, möchte ich sagen, ausrüsten möchte. Und ganz besonders mit dem Thema Gebet. Hör zu, wenn du heute Abend da bist
Und das Warum tut weh. Warum? Und du heute Abend hast verstanden, dass es Gott war. Und du möchtest einen neuen Anfang machen. Du möchtest eine Berufung kommen. Dann komm nach vorne. Dann komm nach vorher. Wenn du weißt, dass Gott dich meint. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du kannst jetzt kommen und sagen, Herr, du kannst heute Abend dann Warum am Kreuz lassen. Warum habe ich so gebetet und habe es nicht bekommen? Warum habe ich so geglaubt und habe es nicht bekommen? Weil es nicht gut war für dich und nicht gut für das Reich Gottes. Und heute Abend möchte Gott ganz neu dich berühren. Ganz neu. Diesen Schmerz rausziehen vom Warum und keine Antwort haben. Den Schmerz des Zweifels rausziehen. Heute Abend, ach du wie zu Hause bist, du kannst nicht nach vorne kommen, aber du kannst zu Gott kommen. Und Gott möchte heute Abend dich ein Stück in deine Berufung reinrufen. Rufen. Lecke deine Wunde, steh auf und geh, sagt der Herr zu vielen. Danke, Herr, dass heute Abend eine prophetische Salbung für diese Leute da sind. Danke, Herr, wo Leute gedacht haben in ihrem Leben, es geht alles schief. Beim Jonas ist alles schief gegangen. Aber der Fisch hat ihn zurückgespuckt. Dieser Mann da mit dem Bart, ja. Gott möchte sagen, es ist so viel schief gegangen in deinem Leben. Und die Enttäuschung steckt noch in deine Knochen drin. Aber ich sehe, wie du die nächste kurze Zeit vor einer Kreuzung stehen wirst, wo du eine wichtige Entscheidung nehmen musst. Und die Entscheidung kannst du nicht nehmen mit diesem Warum in dir drin. Und Gott sagt, ich möchte dieses Warum rausziehen bei dir, diese Enttäuschung, dieses Gefühl, versagt zu haben. Und wenn du dann an der Kreuzung stehst, wirst du ganz wissen, das ist die Entscheidung, wie Gott will. Und du wirst lernen, dann von einer Entscheidung in die andere reinzugehen. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute wie dich so verachtet haben oder gar dich ausgelacht haben, sie werden einen Tag zu dir kommen und sie werden sehen, dass Gott mit dir ist. Du wirst es sehen, Gott ist mit dir. Es wird eine neue Zeit kommen. Danke, Herr, dass heute Abend diese Menschen von Gott ganz besonders berührt werden. Wow. Ich weiß nicht, warum, ich hätte gern, dass wir vielleicht eine Zeit der Anbetung haben, eine leise Zeit der Anbetung haben. Und ich möchte vielleicht, dass wir prophetisch diese Menschen ganz besonders da vorne dienen. Vielleicht keine eine Rose und irgendwann noch mitdienen für diese Leute und vielleicht macht ihn ein paar Leute, dass wir prophetisch diese Menschen da vorne dienen. Dass diese Warum weg ist und dass prophetische Worte kommen. Dass Schmerz weggeht. Du bist kein Versager. Stimmt nicht. Du hast das Auge Gottes, es ist auf dir. Schau dich an zur Zeit und er wird dich führen. Du wirst sehen. Du wirst sehen. Vielleicht können wir alle in einem Raum aufstehen und einen Moment Gott anbeten. Und das Moment dieser Menschen diene da vorne. Sein Name hat.
Deine Herrlichkeit.
Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich. Zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. In Ich will dir geben, was nur dir gebührt, will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich. Zieh mich hin. Des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen. Wirklich bist in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. In aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt, will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. In aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein.
möchte sein. Ich will dein Anbeter sein. Friede wie ein Strom. Vermehrt Lamme gehen, so bist nur du.
Armen wird Hoffnung gebraucht. So bist nur du, Herr, du allein. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, Gott, du stehst höher. Unser Gott, unser
Anbetung bringen wir dir, Jesus.
das Land. Wir stehen staunend hier, sehen, was du getan. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir bitten an. Jesus, wir bitten an. Jesus, wir bitten an. Jesus, wir bitten an. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir bitten an. Jesus, wir bitten an. Jesus, wir bitten an. Jesus, wir bitten an. Es ist Jesus, König Jesus. Gebt ihm Herrlichkeit, Ehre und Stärke, König Jesus, zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. Es ist Jesus, König Jesus. Gebt ihm Herrlichkeit, Ehre und Stärke, König Jesus, zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. 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 Zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. Halleluja.
Hebt eure Hände auf. Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. 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 Jesus. Danke, Jesus. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and ever hope to be. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and ever hope to be. To be. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. Thank you.
Und gute Nacht aus Heidelberg. Schlaft recht schön und wir sehen uns morgen Abend wieder. Guten Abend, gute Nacht mit Rosen bedacht, mit Näglein bestickt, schlupf unter die Decke. Morgen früh, ja, Gott will.
schön, ihr lieben Kämpfer und Beter.